Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Dying Light 2. Und ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und wir müssen jetzt erstmal hier reingehen. Pass auf, wo du hinlatscht. Was für ein Tag. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin. 5 Jahre gelernt und alles umsonst. Leicht verdientes Geld. Wo brennst denn? Hey, bist du nicht der Pilger, den sie aufhängen wollten? Mann, hattest du ein Glück. Von dem Glück könnte ich was gebrauchen. Ich bin Albertus Lehrling. Aber vielleicht nicht mehr lange. Ich versuche diese Prüfung jetzt zum 3. Mal. Wenn ich wieder durchfalle, wirft Meisterhandwerker Alberto mich raus. Was ist ein Meisterhandwerker? Du bist nicht von hier, oder? Meisterhandwerker entwickeln neue Technologien, Neuerungen für die Konstruktion, alle Arten von Apparaten, die im Gefecht hilfreich sein könnten. Alberto ist hier der Großmeister. Wie ich schon sagte, ich bin sein Lehrling. Die Leute spotten, er sei langsam und nicht sehr wortgewandt, aber er ist echt ein verfluchtes Genie. Worum geht's bei dieser Prüfung? Ich muss etwas Nützliches für die Bürger konstruieren. Ich habe bereits eine Unterwasserlesebrille für Alberto erfunden. Dann eine einziehbare Hundeleine. Aber die hat immer blockiert. Und außerdem haben wir hier keine Hunde. All meine Ideen sind wertlos. Das ist jetzt meine letzte Chance zu beweisen, dass ich nicht wertlos bin. Ich bin also die letzten Wochen über den Basar gelaufen und habe nachgedacht. Schwer nachgedacht. Und dann hatte ich eine Idee. Unsere Ziegen. Sie werden in Käfigen gehalten, weil sie Feldfrüchte fressen. Aber das Leben in Käfigen macht sie traurig. Und sie geben weniger Milch. Also hatte ich die Idee eines Zauns, durch den ein klein wenig Strom fließt. Das würde die Ziegen unter Kontrolle halten, aber sie würden mehr Milch geben. Ich habe diese Erfindung Elektrozaun genannt. Ja, das ist ein bisschen grob. Gestresste Ziegen geben bittere Milch. Ernsthaft? Ziegen haben Stress? Wärst du nicht gestresst, wenn dir jemand Stromschläge verpasst und dir dann in den Schritt fasst? Nein. Es ist nur eine ganz geringe Spannung. Wird sie höchstens kitzeln. Also, wo ist das Problem mit deiner komischen Erfindung? Mir fehlen ein paar Teile. Und an die kommt man nicht so einfach ran. Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Vielleicht kannst du mir helfen. Wenn du sie für mich finden kannst, gebe ich dir eine meiner super coolen Erfindungen. Das hat aber hoffentlich nichts mit Ziegen zu tun. Nein, etwas viel Interessanteres. Du wirst schon sehen. Ich brauche nur ein paar elektrische Bauteile, die zerlege ich, um an Widerstände und andere nützliche Dinge zu kommen. Soweit ich weiß, findet man sie an 2 Orten. Einer ist in einer alten Eisenwarenhandlung am Fitzwilliam Place in der Nähe des Wasserturms. Alberto sagt, da findet man sie sicher. Es ist aber ein dunkler Ort, voller verwandelter Kreaturen. Du musst nachts hin. Und die andere Option? Das, was von den Militärpatrouillen übrig geblieben ist. Ich kenne einen Ort südlich von Horseshoe in der Nähe des alten Umspannwerks. Gegend streifen Banditen umher. Möglicherweise ist also nichts mehr übrig. In diesem Fall müsstest du nach anderen Überbleibseln von Patrouillen suchen. Oder einen nächtlichen Ausflug zum Laden untern. Offenbar hast du endlich doch Glück. Ich habe solche Teile zufällig dabei. Machst du Witze? Das ist einfach fantastisch. Der Himmel muss dich geschickt haben. Hier. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Eine Sache noch. Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte ein. Ich gehe und hole Alberto. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Okay, also müssen wir jetzt nichts besorgen. Haben wir schon alles? Okay, warte, hier drüben ist, glaube ich, noch eine Nebenmission. Erkennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld?
Hör zu, Pilger. Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Du musst mir nur ein paar rote Beete, Radieschen, Pastinaken besorgen. Da ist er! Schnapp ihn jetzt! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet. Von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Bevan. Was? Aber ich verkaufe gar kein Wasser. Lügner! Luke sagt, er hat es von dir! Er dreht völlig durch, redet wirres Zeug und tanzt Feinstanz. Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Immer langsam. Hast du einen Beweis? Natürlich. Das Wasser war in einer Flasche. Luke hat das Wasser aus einer von deinen Flaschen getrunken. Wenn ich das Karl erzähle, hängen sie dich auf! Bevan, warte! Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel! Wenn du lügst, Julian, mache ich dich kalt. Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wie ich den Scheißkerl Luke kenne, hat er sie wahrscheinlich geklaut. Sieht ihm ähnlich. Selbst wenn. Mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Bist du sicher? Wie hast du es gelagert? Ich kaufe es in Flaschen. Und es kann nicht verunreinigt werden? Keine Chance. Mein Lieferant Marco hat immer sauberes Wasser. Also, geht's vielleicht um Rache? Für was? Alle lieben mich. Ich hatte noch nie im Leben einen Feind. Warte mal kurz, warte. Scheiße. Außer vielleicht Marco. Dieser Mistkerl. Jetzt, wo ich es mir überlege, der hat mit mir noch eine Rechnung offen. Ist sehr lange her. Naja, egal. Hör zu. Er wohnt über dem ehemaligen jamaikanischen Restaurant westlich von Villador in der Hounfield Lane. Ich habe ihm ein paar Kilo meines besten Mehls für das Wasser gegeben. Beweise, dass er es vergiftet hat und die Hälfte meines Mehls gehört dir. Kannst du das für mich machen? Das schaue ich mir an. Und noch was anderes. Ist mir ein bisschen peinlich. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Tue ich auch nicht, außer... Naja, an Hans und... Kannst du ihn warnen? Er wohnt auch in der Hounfield, ein paar Häuser weiter. Da ist was faul dran, Julian. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Andernfalls kann ich dir schlecht helfen. Okay. Warte, hier ist das ein Händler oder so? Okay, bei Händlern können sie neue Waffen, Fertigungsteile und andere Gegenstände kaufen und die gesammelten Wertsachen sowie unerwünschte Last verkaufen. Sie bieten die leistungsstärksten Waffen, statten sie ihnen daher häufiger mal einen Besuch ab. Um ihre Kampfstärke zu verbessern. Händler finden sie in allen Hauptzentren sowie im Inneren von zugewiesenen Gebäuden und Siedlungen. Okay, was hat er so? Zwillingsaxt. Kriegssäge. Hackmesser. Hephaestius. Okay. 20 Schaden. Okay, so eine Axt wäre doch mal ganz cool, oder? Oder das Hackmesser hier? Ich glaube, ich hole mir mal... Achso, ich hab gar nicht genug Geld. Warte mal, hier unten alle Wertsachen verkaufen. Jetzt hätte ich, glaube ich, genug. Ich habe gar keine Ahnung, was soll ich mir davon holen? Warte mal, hier unten Ausdauerregeneration bei Schnellangriff. Ich glaube, ich hole mir einfach mal das Messer hier. Zubehör, Fleischköder. Mine. Täuschkörper. Molotov Cocktail. Okay, ich glaube, ich hole mir da mal einen. Ja, direkt drei Stück. Medikit Militär. Okay, Arznei, da könnte ich mal was holen. Okay, warte, Ausrüstung. Achso, das sind dann die extra Bereiche hier, oder? Roadie-Weste. Krankenfliegerhemd. Okay, ich habe eh nicht genug Geld dafür. Warte, was ist hier noch? Reinigungsmittel. Leder. Klingen. Gewichte. Stofffetzen. Teile. Elektrikteile.
Federn, Harz, Drähte und Dosen. Ah, da steht sogar, wo man das findet. Verlassene Läden, dunkle Höhlen. Okay. Morgen darf ich Todesstöße verteilen. Jemand muss sich um die Weißer kümmern, die um den Basar herum die Straßen unsicher machen. Also sie. Nur die besten Waren. Handwerksmeister. Okay, können Entwürfe kaufen. Also bei Handwerksmeistern können sie Entwürfe kaufen und upgraden. Durch das Upgraden von Entwürfen werden die Gegenstände, aus denen sie sie herstellen, leistungsstärker. Zum Upgraden eines Entwurfes bringen sie die erforderlichen Gegenstände zum Handwerksmeister und tauschen sie gegen ein Entwurfsupgrade ein. Gegenstände für Entwurfsupgrades lassen sich von besonderen Infizierten erobern, die nachts einfacher zu finden sind. Auf ihrer Karte sind sie mit dem Symbol gekennzeichnet. Okay. Was hat der hier so? UV-Leiste. Okay, Aufputschmittel für Ausdauer. Und Munition, Feuerpfeile. Warte mal, hier Gift. Ah, Waffenmod sind das. Flamme, Gift. Ermächtigung. Okay. Obwohl, warte mal, ich glaube, ich schaue nochmal. Warte, wo war der nochmal? Hier. Kann ich hier meine Sachen. Ah, hier oben verkaufen. Tischbein. Ich glaube, ich verkaufe mal ein bisschen was, oder? 18 Schaden, 20. 16, 15. Das verkaufe ich mal direkt. Okay, das behalte ich. Die zerbrochene Schaufel hier. 20, 19, 14. Eigentlich könnte die sogar weg. 17. Verkaufen. Und ja, den Rest behalte ich einfach mal. Okay, warte mal, dann schaue ich hier mal bei den Missionen rein. Okay, wir haben jetzt zwei Nebenmissionen hier. Ah, das ist das mit dem vergifteten Wasser hier. Der Funke der Erfindung. Ah, das ist das, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die erstmal, oder? Warte mal. Oder warte mal. Treffen Sie die Leute vom Bazar. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Leute, mit denen wir reden können? Ich gehe mal hier nach oben. Was ist mit der hier? Du scheinst mir bekannt. Ja, ich bin der Typ, der wegen dir beinahe gehängt wurde. Schwamm drüber. Du stehst ja hier, oder? Bitte was? Sieh mal, wir hatten keine Wahl. Wenn du dich verwandelt hättest, wie wir alle dachten, wäre das ein Massaker geworden. Eine Gruppe Menschen gegen einen Infizierten. Die Chancen standen gut für euch. Ah, wie ich sehe, hast du bereits einen Marker. Je länger du hier bleibst, desto mehr wirst du verstehen. Unsere Regeln sind sehr streng, aber so überleben wir. Klar. Hey, ich hörte Karl letzte Nacht über Wasserbeschränkungen sprechen. Weißt du etwas darüber, Aiden? Du bist neu hier. Da geht noch irgendwie eine Mission hier für uns. Dieser Ort ist voller Geheimnisse. Okay, ist auch niemand mehr. Dann gehe ich mal dort nach hinten. Warte, was ist hier? Also Spielerversteck, okay. Und hier kann ich schlafen, wie es aussieht. Karls Tagebuch. Artefakt Sammelobjekt. Okay, aber ich glaube, eine neue Nebenmission bekommen wir hier eigentlich nicht mehr. Tagebuch, dann. Aber wie kann ich die mal. Ach so, verfolgen, da muss ich halten. Ja, dann machen wir die erstmal. Die Stadt wurde über die letzten 15 Jahre derart geplündert, dass die Sachen der Leute überall verstreut sind. Okay, dann hier anschalten.
Ach, das ist hier. Untersuchen. Siehst du dir all die Toten an? Hier steht, die werden vermisst. Kommt auf selber raus. Gefunden werden die nie. Und was bringt dann die Tafel? Es ist jetzt 15 Jahre her. Damals sind viele verschwunden. Mein Nachbar verlor seine beiden Kinder. Aber das Leben geht ja weiter. Den Mut, die Bilder abzuhängen, hat niemand. Aber Hoffnung gibt es keine. Ohne Nightrunner endet jede Suche immer ergebnislos. Weißt du was über die Kinder, die an den GRE-Tests beteiligt waren? Tja, wer war denn an den Tests nicht beteiligt? Alle waren dabei. Junge, Alte, Blinde, Taube. Jeder wollte einen Impfstoff finden. Manchen ging's ums Geld. Andere wollten das Schicksal besiegen und gesund bleiben. Das war Villedors Teufelspakt. Man war eingemauert mit der Pest. Aber dafür hatte man die Chance, die Welt zu heilen. Aber das Virus gewann. Am Ende brach man die Studie ab. Und die Kinder? Offiziell wurde nie an Kindern getestet. Menschenrechte und so ein Scheiß. Und inoffiziell? Und inoffiziell? Es heißt, einige Kinder wären aus der Stadt rausgebracht worden. Der Rest? Der wurde innerhalb der Stadt sich selbst überlassen. Wenn die Infizierten sie nicht kriegten, dann der Hunger. Oder die Dunkelheit. Diese Nightrunner, erzähl mir was über die. Was gibt's da groß zu erzählen? Die sind fast alle tot. Als es sie noch gab, waren sie die einzigen, die sich nachts rausgetraut haben. Sie retteten Leute, die es nicht in einen Unterschlupf geschafft hatten. Aber von der ganzen Gruppe haben nur wenige überlebt. Frank zum Beispiel, der war früher ihr Commander. Er war mal ein super Typ. Jetzt säuft er sich in seiner Bude im Zentralring ins Koma. Schwer zu sagen, wie lange er noch durchhält. Wann war denn das? Vor langer Zeit. Da warst du selbst noch ein Kind. Zweien bin ich mal begegnet. Zwei Mädchen, 5 oder 6 Jahre alt. Sie hatten wohl seit einem Monat nichts mehr gegessen. Wie hießen sie? Weiß ich nicht mehr. Ich schmiss ihnen ein wenig Brot hin und verzog mich, weil sie sich so schüttelten, als würden sie sich gleich verwandeln. Rote Augen, die Adern geschwollen. Keine Ahnung, was sie denen gegeben haben. Diese GRE-Psychos. Wo sind diese Kinder heute? Nach all den Jahren. Die meisten sind vermutlich tot. Wenn jemand Glück hatte und noch lebt, dann sind sie wohl im Zentralring. Weil es da mehr Peacekeeper gibt. Erleichtert das Überleben. Irgendjemand muss mehr wissen. Warum? Was war, war. Es bringt nichts, alles wieder ans Licht zu kramen. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und zwar hier und jetzt, Pilger. Jeder kämpft für sich selbst. Mann, ich bin so durstig. Okay. Warte mal, haben wir jetzt eigentlich die eine Mission da schon fertig? Na, das haben wir eh noch hier. Okay, dann müssen wir irgendwo hier nach hinten, glaube ich. Hey! Ich hatte 2 ganze Tage lang kein Wasser. Da ist alles verschrumpelt. Mir geht es auch nicht viel besser. Hast du dich schon mit deinem Bruder versöhnt? Er muss sich zuerst entschuldigen. Alles in Ordnung? Nein! Sie wurde gegrillt! Die Ziege wurde gegrillt! Ich bin so ein Idiot! Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Das glaube ich nicht. Das ist...
sehr, sehr. Es hat großes, riesiges... Du meinst, es hat Potenzial? Potenzial, ja. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Das heißt, Abendessen für alle. Und für dich. Ich nehme dich als... und ernenne dich zum... Meisterhandwerker? Wirklich? Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sprechen später. Komm, Vincenzo. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel. Okay, Waffenmodifikationen. Zum Installieren eines Waffenmods benötigen Sie einen Entwurf, die erforderlichen Fertigungsteile und eine entsprechende Waffe. Überprüfen Sie die Anzahl der Mod-Slots auf dem Waffensymbol. Die besten Waffen verfügen über drei Slots: Griff, Schaft und Spitze. Verschiedene Mods passen in verschiedene Slots. Drücken Sie nun, um zu Ihrem Inventar zu wechseln. Wählen Sie eine passende Waffe aus und drücken Sie auf Y, um sie zu modifizieren. Okay. Also die hier unten, die hat zum Beispiel, glaube ich, zwei, oder? Okay, warte mal, kann ich das eigentlich schon irgendwas draufgeben? Habe ich da irgendwas? Funke. Okay, Stromschlag. Gebe ich, glaube ich, einfach mal drauf, oder? Obwohl, warte mal. Na, bei der, die ist halt schon... von der Haltbarkeit her nicht mehr so gut eigentlich. Ich schau mal kurz hier rein. Inventar. Hackmesser. Ja, ich glaube, ich packe mal das Hackmesser hier drauf. Das ist, glaube ich, gerade die beste Waffe. Und dann modifiziere ich die erstmal. Also das Hackmesser halt. Warte mal. Untersuchen. Anwenden. Achso. Vergesst irgendwie mal, dass man immer halten muss. Okay, jetzt habe ich das hier oben. Okay, das ist ja eine Level 2 Mission, oder? Welches Level bin ich überhaupt gerade? Achso, hier oben Level 1 noch. Ah, okay. Warte, Parcours-Punkte, da haben wir sogar einen. Und hier bei Kampf auch. Perfektes Ausweichen oder Lufttritt. Ah, das wäre geil. Ist das dann so wie der Dropkick? Oder ist das noch was extra? Nee, der Dropkick ist hier unten. Ach so, wenn man... Ah, okay, wenn man von oben runterspringt, dann kann man so einen Tritt machen. Oder perfektes Ausweichen. Ah, das wäre auch geil. Also einfach perfekt ausweichen und dann taumeln die Gegner halt. Boah, ich hab keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Ich glaube, ich nehme mal das mit dem Ausweichen hier. Dann schauen wir noch hier drüben hin. Aktivlandung. Da kann ich mich dann abrollen, oder? Okay. Oder halt fester Griff. Aber ich glaube, ich nehme mal Aktivlandung. Okay. Aber beim Bazar gibt es jetzt gar keine Leute mehr, mit denen wir reden können, oder? Warte mal, von wo bin ich jetzt gekommen? Von hier hinten, oder? Ich schau nochmal kurz rein. Also hier ist, glaube ich, niemand mehr. Oder ich kann noch weiter nach hinten gehen. Vielleicht ist hier noch irgendwer.
Jemand hat eine Mission für uns. Na okay, da müssen wir jetzt dann diese Mission mit dem Wasser dann machen, mit dem Vergifteten. Verfolgen. Und ja, gut Leute, dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's jetzt hier erstmal mit der Folge. Ich hoffe es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.